Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Atlas Fallen. Wir müssen die Ketten von der Sonnenuhr zerstören. Und das ist so das die Ritter sind schon hier. Ziel für heute. Sie müssen die Phantome rund um die Kette beseitigt haben. Das ist doch gut. Dankeschön. 200 Meter, 800. Wir machen den damit. 200 Meter. Stachelphantom. Immer kommen wir kämpfen dagegen. Na los. Oh yeah. Und eine Mücke um mein Gesicht rum. Ist das nervig. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Oh shit. Na komm, mach was. Aber nicht das. Ja, Mann. Ich wollte gerade sagen, schön abgewehrt. Na komm. Junge, Junge, Junge. Mach den erstmal. Komm, schlag nochmal zu. Du bist nur dich kristallisiert, mein Freund. Ja, okay, zerschmettern wir ihn. Immer noch nicht. Jetzt aber. Ich habe fast 20.000 Essenz. Bisschen viel, ne? Bisschen sehr viel. Naja. Weiter geht's nach oben. Die nächste Kette muss dran glauben. Ich habe das Gefühl, bei einigen Ketten muss ich trotzdem noch Phantome besiegen. Aber da oben ist das Ding. Diese Mücke ist hier immer noch. Das nervt. Irgendwann schlage ich die kaputt und werde wahrscheinlich das Mikrofon auch noch treffen. Ja. Yeah. Like I said. Telos. Morats Stimme. Telos. Es kann sein, dass das Gotteswesen Morat als Gefäß genommen hat, wie schon einmal. Sei darauf vorbereitet. Ja, ich erledige sie einfach beide. Kein Problem. Komm, zerstör das Zeug. Sehr gut. Ich mache erstmal die Kleinen fertig, bitte. Hoppala. Was ist jetzt los? Mach den mal. Danke. Und ran da. Schön kristallisierendes Zeug. Und zerschmettern. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Ja, Mann. Das ist ein zäher Bursche hier, hä? Shit. Und wir locken ihn wieder mal ein bisschen hier zurück. Na komm. Sehr gut. Ah, ah, ah. Das nervig da. So. Gut ausgewichen. Komm, spring her. Na los. Trifft er nicht mal, der Trottel. Was kannst du denn überhaupt? Gar nichts.
Oh ja, das war gut. Nur noch ein bisschen, dann kann ich ihn nochmal kristallisieren. Sehr gut. Okay, nochmal ein bisschen weg. Und zerschmettern. Hoho. Töte ein gigantisches Phantom, ohne Schaden zu nehmen. Sehr gut. Ja. Dann auf zur nächsten Kette. Die ist, ja, die ist auch nicht weit entfernt. Das ist sehr gut. Da warten sicher auch schon Phantome auf mich. Oh boy. Das Krabbendingens. Okay. Ist das denn sein Scheißproblem? Nee, das hat nichts mit der... Oh, shit. Mit der Hauptquest zu tun. Aber da gibt's vielleicht eine coole Belohnung oder so. Sehr schön. Komm, hau drauf da. Hoppala. Ja, ich brauche mal ein bisschen Heilung, danke. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Oh, jetzt macht er wieder den Wirbelsturm. Mach den mal weg da. Ja, fuck, ey. Das Ding sollte ich mal zerstören hier, ne? Okay. Unangenehm. Okay. Nein, wieder der Wirbelsturm. Ich glaub's ja nicht. Nee, nicht daran gehen, du Trottel. Dann mach mal eine Heilung hier. Okay, so, jetzt mach das Ding mal kaputt hier. Immer noch nicht erledigt. Sag mal. Okay. So, jetzt ist das Ding kaputt. Geht doch. Ich brauche nochmal ein bisschen Heilung. Sehr schön. Ich treffe irgendwie mit meiner Fähigkeit nie. Naja, der ist auf jeden Fall mal weg. Ah. Wieder nicht. Okay. Ich steck fest. Okay. Auch gut. Ist das unangenehm. Fuck. Sehr gut. Aber draufhauen, komm. Ich muss eigentlich das Ding da wieder zerstören. Weil ich komme irgendwie nicht dazu. Ja, super, wirklich. Und da wieder zwei hier von denen. Okay. Heilen. Und der da braucht nicht mehr so verdammt viel. Zerschmetter ihn, komm. Immer noch nicht. Ja, wow.
Nee, du musst... Ach, Herrgott, nochmal. Perfekt. Mach dann wieder den Wirbelsturm, genau. So, jetzt aber. Halt dich nochmal. Fuck, ey. Jeder. Alter, wie mühsam ist das denn bitte? So, geht doch. Okay. Wenn du dein Amulett verwendest, erhöht sich deine Verteidigung 10 Sekunden lang erheblich. Das ist aber nice. Zeig mal her, was habe ich jetzt? Ah, das ist, ja. So wie die Heilung jetzt ist, ist eigentlich auch cool. Es erhöht die Heilung. Morath, du wirst getäuscht. Telos benutzt dich. Er hört dich nicht. Ja, das ist egal. Ich erledige einfach alles, was sich mir in den Weg stellt. Kein Problem. Wo kommt er hoch? Da hinten. Sehr schön. Ja, treffen auch nicht so deine Stärke, ha? Hoppala. Ja, meine Stärke ist es nicht zu verteidigen. Wo ist er jetzt wieder hin? Komm raus hier. Na los. Das war sicher noch nicht alles. Genau. War ja klar, dass das noch nicht alles war. Wahrscheinlich noch ein großer. Ja, ein großer und viele kleine. Was ist das für ein blöder Strahl da? Sag mal. Hast du es jetzt langsam mal? Komm mal her hier. Kristallisier den Burschen mal. So ist gut. Und zerschmettern. Verwende Zerschmettern mit einer vollen Momentumleiste. Noch nie gemacht, okay. Schön abgewehrt. Und das nicht. Ja, fuck, ich hab nicht gesehen, wenn er angreift. Oh, das ist gut. Kann ich mich in der Zwischenzeit noch heilen? Na los. Oh shit. Okay, ja, lass das ruhig explodieren, kein Problem. Auf die Birne hauen hier, komm. Ja, jetzt kommen die kleinen Kollegen wieder. Super, wirklich. Aber ich habe getroffen, das ist die Hauptsache. Na los. Nee. Ja, machen wir die Explosion hier. Dann maximieren wir den Damage.
Komm, das Körperteil muss... Ah, shit. Aber es ist in Ordnung. Und zerschmettern. Ja. Sehr gut. Noch zwei Ketten. 700 und 500 Meter entfernt. Okay. Dann nehmen wir natürlich die zuerst, welche nur 400 Meter entfernt ist. Respektive jetzt noch 300. Die fünf Ketten, die will ich heute erledigen. Das ist das Ziel. Schauen, dass ich da wieder hochkomme. Da werden sicher wieder Phantome warten. Er könnte etwas haben, das wir brauchen. Ja, ich glaube, der Reisende ist bedient, wenn er sich schnellstmöglich von hier wegbewegt. Oh, guck mal, die haben die Phantome besiegt. Eine weitere Gruppe von Rittern. Sie müssen hart gekämpft haben. Es ist schön, Verbündete zu haben, nicht wahr? Hä? Warum geht es nicht? Das von hier machen. Boah, was der Gauntlet kann, ist wirklich sehenswert. Wir zählen auf dich. Ihr zählt... Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn ihr auf mich zählt, aber okay. Ist hier nicht noch ein Amboss? Draufgeschissen. Die sollen ruhig noch ein bisschen beten. Na ja, sind ja nur 400 Meter. Das ist nicht so tragisch. Ja, scheiß auf die Dinger da. Da scheiße ich jetzt aber mal maximal drauf. Hey! Verfolgen die mich jetzt bis dahin, oder was? Guck mal, eine Truhe. Konservierte Gewürze. Okay. Ah, das ist da der Eingang von das Fleisch zu Telos Reich. Nicht angelockt. Die Tiere sollten es schon längst gefressen haben. Seltsam. Ich habe beschlossen, mich dem Phantom zu zeigen. Natürlich nur aus der Ferne, um nicht bedrohlich zu wirken. Vielleicht kann es sich an meine Anwesenheit gewöhnen. Das kann Tage dauern oder Wochen. Ich habe beschlossen, es Sandy zu nennen. Sandy. Ah ja. Schön kristallisiert den Kollegen hier. Sehr gut. Dann können wir zerschmettern, oder? Müsste reichen. Ja. Yeah. Und wie es reicht. Wunderbar, dann gehen wir jetzt da nach oben. Muss ich all das hier noch anheben, oder was? Ich glaube, es sollte einfach so da nach oben kommen, oder? Müsste ja eigentlich gehen. Zitrit. So, komm jetzt. Nur noch ein bisschen. Der Gauntlet hört das Echo eines Ambosses. Hört er das? Ah ja, guck mal, hier ist ein Amboss. Die ganze Zeit war mein Gefängnis hinter den Berghängen versteckt. Es war ein Tempel. Telos hat mich weggesperrt. Wir müssen Telos Herrschaft beenden. Ein für alle Mal. Bin ich deiner Meinung.
Ich kann nichts verbessern, respektive auch mein Amulett nicht wiederherstellen, weil ich bin so krass. Ist eh schon alles auf maximal. Scheißreck bist du. Ich sollte nach Träger des Gauntlet. Du bist endlich aufgewacht. Was ist passiert? Du hast die Ketten gesprengt. Die Sonnenuhr ist gefallen. Eine Welle von irgendetwas hat uns überrollt und dich niedergestreckt. Das erklärt also den Schmerz. Kendra befahl den Truppen, sofort in die Schwarzen Almen vorzurücken. Sie bereiten sich auf den letzten Angriff vor. Ich habe dich hierher gebracht, als ich dich bewusstlos aufgefunden habe. Danke, Major. Ich muss Kendra folgen und ihr helfen. Aber Vorsicht. Der Armee wurde zwar kein Schaden zugefügt, ich spüre aber eine bösartige Präsenz, die von der Sonnenuhr ausgeht. Nimm diesen Essenzstein. Was auch immer dort oben auf dich wartet, er wird dir helfen, falls du umzingelt wirst. Vielen Dank. Die Phantome von Telos werden mich nicht aufhalten, jetzt da das Ziel in greifbarer Nähe ist. Wir sollten die anderen nicht warten lassen. Jeder Gegner in der Nähe erhöht deinen Schaden. Okay, das ist aber nice. Könnte sogar verbessern. Frage ist, was nehme ich mit? Lebenwiederherstellung, wenn ich kristallisierte Gegner treffe? Oder nach dem Zerschmettern mehr Momentum regenerieren? Oder das hier, erhöht deinen Schaden. Ja, wir nehmen das weg. Gut. Schön. Reise zu Telos Zitadelle. Aber im nächsten Part. Ne? Für heute ist gut. Ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.